what you will cook now, Shatsi? Vegetable and pasta with in oven with baked cheese on the top. Baked cheese on the top. Baked vegetable with cheese. Okay. These are the ingredients. Broccoli, cauliflower, mozzarella cheese, normal cheese, pasta, spring onions, what is that? Bacon! Cut it bacon. Okay, and this one. Okay. Salt, olive oil, garlic powder, herbs, ground black pepper, what else? Water. That's it. Okay. Let's go. What are you doing? I will cut the cauliflower. Cauliflower. Okay. Wow. How much cauliflower? Small. Cauliflower of Tumenkul. And broccoli? Broccoli. Broccoli. Broccoli is broccoli. Okay. And then, what's that? And then this is broccoli. It's the same way to cut. So I steam my vegetable because the vitamins will not last when you put in hot water. So that the vitamins will not last. In hot water, the most of the vitamins will last, and the taste is better when it's steamed. So we must wait. The vegetable is a little bit soft, and then we will go on. And what is that? This is spring onions. Spring onions. And how do we wash? We can see them. So we will wash. Thank you.
have to cut. Langsam. When your finger is there, you have a problem. Now we will put a little bit salt. Where's my salt? This cube is yours. This is for bake. And you will put here the vegetables. Yeah, and the noodles and the cheese and then in the oven. Half liter water. I use filter water filter because we have so much pulp in the water. Then I get my halo tool. I will put the basic sausage. What? It's a sausage basis. Is it a sausage? Yeah, it's a sausage. Maggi fix broccoli sauce and powder. Sauce powder for broccoli. Dann gut in wir machen es in einen Topf rein und dann müssen wir das alles kurz aufkochen und es kommt dann nachher über das Gemüse drüber. Genau. Wir unser Gemüse mal kurz umrühren. Einmal ein bisschen wenden. Wir dürfen es nicht so lange so eich kochen, dass es nicht so weich wird. Nur ein bisschen vorkochen. Jetzt bekommt der Brokkoli so eine richtig schöne Farbe. So, jetzt müssen wir unsere Nudeln noch kochen. Das heißt, ich nutze jetzt 2-in-1. Or you will put here? Ja. Kurz parken. Und unsere Nudeln machen wir unten in das kochende Wasser. Wie viel Gramm? Das waren vielleicht 200 Gramm. Okay. Kochen wir jetzt einfach ein bisschen mit. Das Gemüse stellen wir wieder oben drauf. Und was für deine Soße? Die müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen aufkochen. So, nicht überkochen, wir nehmen das Gemüse jetzt runter und es kurz hier parken. Den Deckel machen wir aufs Wasser von den Nudeln drauf. Und das Gemüse können wir schon in unsere Auflaufform reinmachen jetzt. Aufpassen, dass die Soße nicht anbrennt. Jetzt machen wir das Gemüse schon mal in unsere Auflaufform. Jawohl, perfekt. Hier können wir nachher die Nudeln noch abgießen. Das ist eigentlich praktisch so ein. Und
nassen Deckel drauf, dann wird es nicht so eiskalt. Das Nudelwasser können wir jetzt noch ein bisschen runterdrehen, die Soße wieder ein bisschen umrühren. Nehmen wir auch mal die Hitze ein bisschen zurück jetzt von der Soße. Unseren Ofen müssen wir nicht vergessen vorzuheizen auf 200 Grad. Mein Gott. Das sehen wir dann auch. So, jetzt hat sie gekocht, jetzt ist sie schön dick. Jetzt müssen wir sie runternehmen von der Herdplatte. Jetzt warten wir noch auf unsere Nudeln. Können wir den Deckel erstmal auf Seite machen. Sehr gut, die Hitze. So. In der Zwischenzeit, wo die Nudeln kochen, müssen wir unseren Speck ein bisschen anbraten. Wir nehmen uns eine Pfanne. Die Herdplatte ist noch warm, das heißt, machen wir nochmal an. Ein kleines bisschen Öl rein, weil der Speck schon an sich ölig ist. Boing, das reicht. So, warten wir, bis die Pfanne heiß ist. Wir verteilen das Öl. Müsste eigentlich schnell gehen, wieder nur mal schauen. Und die Blau noch ein paar Minuten. Die Soße ab und zu mal umrühren, wenn ich eine Haut kriege oben drauf. So. Jetzt brauchen wir unser. Ich verfeinere jetzt die Soße ein bisschen. Ich mache hier ein bisschen. Herbs oder Salatkräuter. Salatkräuter mit rein oder in die Soße. Dann schaut die Soße schon gut aus. Wenn unsere Pfanne dann heiß ist, werden wir unseren Speck da drin anbraten. Die Nudeln dürfen auch gleich fertig sein, die dürfen auch nicht zu weich kochen. Weil das Ganze muss gleich noch in den Ofen rein zum Überbacken. So heiß. Ist schon. Wenn unsere Pfanne heiß ist, den Speck rein. Jetzt darin anbraten. Oh, das duftet herrlich. Und unsere Frühlingszwiebeln auch noch mit dazu. Auch noch ein bisschen mit anbraten. So. Das können wir wieder aufmachen jetzt. Und wenn man so sieht, damit hier aus den Speckwürfeln ein bisschen so der Saft rauskommt, dann ist er gut angebraten und dann macht das Ganze einen guten salzigen Geschmack auch dann in das Essen rein. So, das reicht schon. Ist schon okay. Das Ganze machen wir jetzt wieder in unsere Schale rein. Erstmal, bis die Nudeln fertig sind. Eine Nudel. Diese ist al dente. Ja. Sind jetzt halb gekocht. Das heißt, wir können jetzt ausmachen und abgießen. Hier auch, oder? Jawohl, genau. Den Deckel legen wir kurz darüber.
Und dann gießen wir die Nudeln ab. Alles sehr heiß. Wow, mein Gott. So. Auf, legen wir kurz zur Seite in unsere super großen Papier. Ja, das ist unser Problem, ja. Ne? Mit unserer Kuschel. Jetzt müssen wir hier die Nudeln noch reinmachen in unsere Auflaufform. So, dann kommt der Speck und die Frühlingszwiebeln, die wir gerade angebraten haben, noch drüber. Und dann müssen wir das Ganze nochmal umrühren. Mal auf Seite. So, dann müssen wir das Ganze ein bisschen vermischen noch. Oh, das macht nichts. So. Machen wir jetzt noch ein kleines bisschen Pfeffer und ein kleines bisschen Knoblauch. Ground pepper and dann bringen wir das noch mal rein. So, unsere Soße gießen wir jetzt über das Gemüse und die Nudeln schön verteilen. Und dann brauchen wir noch den Käse. What's for the cheese? Cheese, Pizzakäse, Emmentaler. Dann brauchen wir noch unseren Pizzakäse. Den verteilen wir jetzt gleichmäßig darüber. Wow. Und ganz zum Schluss, on the top, machen wir jetzt gleich noch den Mozzarella. Seite. Dann brauchen wir noch unsere Mozzarella. Die Soße kocht schon. Zum Schluss müssen wir den Deckel noch runternehmen, damit der Käse ein bisschen besser verpackt. Schieben wir das Ganze wieder rein. Bis später. Und schalten den Grill zu. Moment. Fertig. Okay. So. Wir überbacken jetzt, Vorsicht, schaut's heiß. Oh mein Gott, Schatz. Nee, nee, nee. Perfekt. Bin ich. Und dann wünschen wir einen guten Appetit mit dem Nudel-Brokkoli-Blumenkohl-Auflauf mit gebratenem Speck. Guten Appetit! Von Romina esse. Das Stück ist immer schwierig rauszubekommen. Wenn man keinen Platz hat. Nein.
Bella, essen, komm, Schatzi. Romina. Dankeschön. Look at the cheese. Thank you.